So, und da sind wir wieder. Hallöchen. Und wir begeben uns in Dangerous Golf direkt in den nächsten Level, beziehungsweise die nächste Herausforderung in der Küche. Da waren wir ja schon. Bad for your shelf. Mal schauen, was uns da erwartet. Keine Ahnung. Und ich möchte immer noch herausfinden, wie das funktioniert, dass man den Ball erstmal gegen die Scheibe schlägt. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass die Steuerung nicht für die Tastatur angezeigt wird. Klar, ich könnte es mit dem Controller spielen, aber wie gesagt, das macht halt mit der Tastatur und der Maus einfach mehr Bock. So, okay, weiter. Gucken wir erstmal Hinweis. Ah, die Töpfe. Alright, verstehe. So, ich versuche das mal. Ah, C ist es. C ist es. Okay. Verstehe. Smash Wave. Dann können wir jetzt auch zum Smash Breaker. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Da muss ich nur noch rausfinden, wie man während dem... Ich glaube, hier ist irgendwo ein Elefant am Start. Wie man während dem Flug die Höhe und Tiefe bestimmt. Ich muss mal gucken, ob das... Nee, das ist es nicht. Auch wenn es lustig aussieht. Ah, fuck, das war F. Okay, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Wo ist die Fahne? Da. Kriegen wir die? Jawohl, die kriegen wir. Das war jetzt aber leider nicht so gut, wie ich es wollte. Weil ich noch am Rumprobieren war, wie man den Ball während er fliegt... Also wie man während er fliegt bestimmen kann, wie hoch er abspringt, beziehungsweise wie niedrig er abspringt. Das kann nämlich mitunter auch nochmal sehr hilfreich sein. Ich mache natürlich nochmal eine Wiederholung. Ladezeiten sind übrigens auch deutlich kürzer als auf der Konsole, finde ich jetzt. Also auf der Konsole sind sie nicht mega lang, aber so... Also 2-3 Sekunden spart man schon und da er doch öfter lädt, fällt das schon ins Gewicht in meinen Augen. So, da wir jetzt wissen, wie das geht mit dem gegen den Bildschirm knallen, machen wir jetzt hier mal den Sniper-Modus an. Das muss man auch erstmal schaffen, Alter, nicht einen einzigen Punkt. Ja, ich würde sagen, das machen wir direkt nochmal. Was war das denn bitte? Ja, komm, ist gut. Mal gucken, ob wir es mit einem Abpraller schaffen, da an die Töpfe zu kommen. Nö. Okay. Zack. Komme ich da ganz hoch vielleicht? Ja! Okay. Oh, das ist eine Sup. Stopp. Ich will ja hier nochmal den machen. Und dann den. Nice. Oh, das war Silber, ne? Wenn überhaupt. Da geht dann aber noch mehr. Da geht noch mehr. Also da möchte ich schon ganz gerne wenigstens Gold haben. Weil so schwer ist es ja jetzt auch wieder nicht. Dann machen wir mal den hier. Warum macht man das? Es gibt mehr Punkte. Wenn man den vorher gegen die Scheibe knallt. So. Okay. Bronze haben wir schon mal. Alter. Okay. Das könnte jetzt leicht diffizil werden. Ich versuch's mal. Shit. Ah, verdammt. Sowas Doofes aber auch. Nur eine Bronzemedaille.
Vielleicht muss ich oben einfach die Teller noch mit abräumen. Ach scheiße, jetzt bin ich auch weitergegangen. Wo war das? USA, ne? Kitchen. Ja. Okay. Ich versuch's nochmal. Ich möchte ganz gerne die Goldmedaille haben, wenigstens. Wie gefällt euch das Spiel denn? Habt ihr es vielleicht selbst schon mal gespielt? Und wenn nicht, wie gefällt euch das Spiel? Wie gefällt euch das Let's Play? Gerne auch konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Ja, ich bin ja noch am Lernen. Ich bin ja noch nicht so lange dabei in dem Business. 80.000 brauchen wir für die. Ich überlege gerade. Ich versuche mal das hier. Okay. Uah, scheiße, ich wollte da hoch. Geh doch da hoch, Mann! Jetzt aber! Ja! Oh, ich glaube aber, das reicht nicht für... Ich glaube, das reicht nicht für... Wobei, könnte... Schon wieder nur Silber. Das ist doof. Das ist echt doof. Ich will nämlich Gold haben. So viel Ehrgeiz ist jetzt... Wenn ich mal den hier mache... Okay, war jetzt nicht so geil. Mit Zielen hat also nicht viel gebracht. Okay. Ich versuche die Töpfe mitzunehmen. Ah, das ist doch jetzt. Das ist nix. Ich kann höchstens noch mal ein paar Punkte holen, indem ich hier den über die Ecke einloche. Ja, geil, das war Gold. Geil. Okay, das hat mir jetzt aber gerade noch den Arsch gerettet, glaube ich. Trickshot. Ja, ohne Trickshot hätten wir die 80.000 nicht geknackt, glaube ich. So, können wir uns ja hier auch nochmal angucken, was wir angerichtet haben. Ich sehe es genau unten am Bildschirmrand. Da stimmt doch was nicht. Dieser rollenden Eimer. Oder was ist denn das eigentlich? Rollende Putzeimer. Keine Ahnung. Die sind mir echt nicht geheuer. Score a hole in one. Sink ball from the bla bla bla. Okay, wir gehen mal nach Frankreich. Dining Room, gibt's was Neues? Da bin ich jetzt mal gespannt. Caution Wet Paint. Okay, da wird schon in der Beschreibung relativ klar. Ruining the Family Portraits will earn you big bonus score. Okay, also da wird schon in der Beschreibung relativ klar beschrieben, was es in erster Instanz zu zerstören gilt. Wahrscheinlich wieder Farbeimer. Und da sind sie auch schon. Man kann ja auch mal am Anfang das Ganze zeigen, wie es ausschaut, bevor die komplette Zerstörung Einzug gehalten hat. Fragt sich halt, wer das so hinterlässt. Alles voll Schnieke, die geilen Sachen hier, die Bücher und so stehen noch darum, aber die fetten Farbeimer schon mal geöffnet. Also, na gut, wir wollen uns jetzt hier mal nicht mal über den zweifelhaften Realismus dieses Spiels beschweren. So. Wir müssen jetzt erst wieder eine gewisse Punktzahl erreichen, die ich mir jetzt nicht gemerkt habe, um überhaupt die Zielflagge angezeigt zu bekommen. Alter! Nice! So, haben wir noch irgendwo... da sind noch Eimer. Okay, sind hier noch Eimer oben drauf? Ne, die haben wir mitgenommen. Dann markieren wir uns als nächstes mal die hier. Zack. Sehr gut.
Boah, Alter! Silberfahne freigeschaltet. Okay, wo sind die Fahnen? Da haben wir eine, da haben wir eine, da haben wir eine. Okay, die sind wenigstens alle ziemlich in der Nähe. Die hier mit? Ich überlege gerade. Fahne. Das scheint mir die Goldfahne zu sein. Und da steht doch schon wieder so ein Ding im Weg. Diese, das ist, da ist irgendwie... Nein! Diese Arschlöcher! Verdammt! Daneben! Mann! Die Runde war doch so schlecht gar nicht. Ah, die Family Portraits. Okay, das war das, was vorhin schon angedeutet wurde in der Beschreibung. Und wir wiederholen das Ganze natürlich nochmal. Ohne Medaille gehen wir nicht nach Hause. Okay, das ist klar. Ich glaube, das war vorhin auch gar nicht so schlecht, hier erstmal den zu machen. So, dann gucken wir, dass wir erstmal die hier wegnehmen. Wat? So, können jetzt mal die anderen... Ah, jetzt okay, jetzt sind sie runtergefallen. Okay, das könnte jetzt aber eine knappe Nummer werden. Dadurch, dass ich bei den einen so lange gebraucht habe. Okay. Fahnen. Ob ich die treffe? Ah, in the hole. Okay. Silber, höchstens. Bronze. Neue Löcher aufgeschlossen. Jawohl. Aber. Also Gold muss hier schon machbar sein. Gold muss hier schon machbar sein. Ich versuch's mal so. Ich versuche mal das Brett zu treffen. Ja! So, dann nehmen wir gleich mal die hier mit. Na komm. Jawohl. Das war das Brett, oder? Nee, das war nicht das Brett. Jetzt war es das Brett. Ja! Okay, aber hier nehmen wir jetzt... Naja, wenigstens ein Farbeimer noch mitgenommen. So, haben wir... Okay, da fehlt jetzt aber eine Fahne, die wir vorhin noch hatten. Nehmen wir erstmal die hier. 10.000. Ja, das war's dann schon. Dann können wir höchstens nochmal ein bisschen mehr Punkte holen, indem wir den hier versuchen. Über die Ecke. Jawohl. Oh, das war doch schon wieder nur Bronze. Ich will aber wenigstens Silber haben. Also wenigstens Silber muss doch hier drin sein, oder? Wie viel brauchen wir denn für Silber? 120. Boah, und für Gold 250. Okay. Ich glaube weiterhin, dass es mehr Sinn... Moment mal. Also erstmal in dem Raum hier zu bleiben, macht glaube ich schon Sinn. So, dann den... Ah. Komm schon, jawohl. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wir haben noch ein bisschen was an Smashbreaker, das ist gut. Sehr schön. Machen wir den hier. Okay, Silber haben wir schon mal im Kasten, wenn wir es jetzt nicht verkacken. Fahne. Ich muss es leider riskieren. Ja, Geldflagge erwischt. Jawohl.
Oh, und der wieder so ein Dreckseimer, der, ja! Geil! Das ist mir zu riskant da hinten. Das ist mir zu riskant. Dann lieber noch mal so ein bisschen Kohle rausgeholt. Um die Ecke geschossen. Das sieht nach Gold aus. Geil! 132! Yeah! Nice! Goldmedaille! Yes! Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, weiter. Eine schaffen wir noch, denke ich. Ich war schon über 15 Minuten wieder auf, aber ja, egal. So, USA, was haben wir denn da? Den Baderaum, den zeige ich jetzt, oder? Ja, den zeige ich jetzt nochmal. Komm, was soll's. Flushed away. Baderaum. Die Pissbude, vielleicht. Sitzt meine Frisur eigentlich noch? Ja, sieht ganz gut aus, ne? Als seriöser Golfer muss man ja immer ein bisschen auf die Äußerlichkeiten achten. So, jetzt haben wir wieder ein Zeitlimit. Ich mache erstmal die Scheibe kaputt. Dann machen wir Smash Break. Auch die Geräuschkulisse hier sehr schön. Lass alles raus! Der Druck muss weg! Ist nicht gesund, wenn man sich den zu lange im Bauch behält. Wie man sieht, hier bekommt man für jedes getroffene Klo Zeit dazu. Alter! Sehr, sehr cool. Also ich kann ja mal verraten, dass ich das Level auch schon auf der PS4 gespielt habe. Und da habe ich nach mehrfachen Versuchen nicht im Ansatz diese Punkte erreicht. So. Und wenn man jetzt hier Putt macht, also wenn man wirklich den Ball auf den Boden fallen lässt, manuell, dann stoppt auch die Zeit. Also jetzt haben wir kein Zeitlimit mehr, glaube ich. So. Den. Ich glaube zwar nicht, dass ich da in diese Flagge rein wollte, aber egal. 30.000! Yeah! Ich weiß, wir haben immer noch den Smash Wave, den würde ich mir aber ganz gerne aufheben. Fahne. Okay, die Goldmedaille scheinen wir zu haben. Auf, da mache ich erstmal den Smash Wave. Ein bisschen Zerstörung anrichten. Okay, hat nicht viel gebracht. Ach komm, ich nehme die auch noch mit. Boah, Alter. Wenn das Spiel auch nur im Ansatz irgendwas von Simulationen hätte, dann hätte ich die Fahne jetzt sowas von nicht getroffen. Alter! Was gibt das? Gold? Sehr schön. Finde ich gut. Oh, was jetzt? Bathroom Appliance Mystery Explosions Baffle Manufacturers. Spokesman for Tasker and Gibson refutes the defective porcelain claims. Blames Plumbing. Was auch immer Plumbing jetzt ist. Verstopfung vielleicht? In recent months, large insurance claims for damaged bathrooms in the DC area have been on the rise. Owners of a number of high-profile businesses have been returning to their workplaces to find their restrooms have been virtually demolished overnight. Initially blamed on acts of petty vandalism, a pattern started to emerge that would put the blame on the manufacturers of the bathroom fittings, leading to a number of lawsuits and counterclaims being made. Common elements within all these incidents include extensive water damage, destruction of all hand dryers, bathroom stalls, sinks, urinals, and toilets, with a number of signature scorch marks and what appear to be
Impact marks no more than fourth in size. First-hand reports also mention a distinct burning smell left behind that is reminiscent of gasoline and chili pepper. With no evidence of breaking and entering to be found, although police sources say that the bathrooms were so thoroughly destroyed, finding such traces would be impossible. The blame began to point to the builders and plumbing contractors that installed the systems, as well as the manufacturers of bathroom furniture. Insurance assessments were undertaken and the plumbing work declared to be sound, with no explanation for the mysterious fireballs caught on CCTV. With claims of second-rate plumbing being ruled out, we approached Tasker and Gibson, manufacturers of the great many bathroom fittings that exploded in these incidents. Adam Suchliff, head of PR for TNG, finally caught up to explain the company's position. We do extensive testing and can state that there is no way any of our products can spontaneously explode, let alone set fires. Our product sheets roughly explain correct fitting instructions. With both sites in deadlock, a third cause, swamp gas leaking into the plumb system, is being suspected. Okay, also hier geht es darum, dass sich irgendwelche Geschäftsleute darüber aufgeregt haben, dass also ihre Toiletten im Büro oder also ihre öffentlichen Toiletten komplett zerstört vorgefunden wurden. Und sie haben dann den Hersteller dieser Toiletten verklagt. Und die haben aber gesagt, nö, das kann überhaupt nicht sein. Und Toiletten werden immer einer sorgfältigen Qualitätsüberprüfung unterzogen. Und deswegen vermutet man, dass es sich um ein Gasleck handelt, was dort diese Verwüstung angerichtet hat. Sehr falsch. Hilton Chronicle freigeschaltet. Ach komm, das gucken wir uns nochmal an, oder? Guck doch mal, wie schön es ist. Ja, da würde ich auch ein bisschen verwundert wieder rückwärts aus dem Raum laufen, wenn ich die Toilette so vorfinden würde, bei uns im Büro. Nicht, dass die nur im Ansatz so geräumig wäre. Aber sie steht auch nicht so sehr unter Wasser. Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt schon wieder über 20 Minuten auf. In diesem Sinne machen wir hier an dieser Stelle mal Schluss. Sehen uns in der nächsten Folge in knapp einer Woche. Ich denke, ich werde noch mal, so zwei Folgen werde ich noch aufnehmen. Aber ganz ehrlich, das Spiel macht so Bock. Wahrscheinlich werde ich am Ende sogar alle Level zeigen. Ob ich dann wirklich jedes Wochenende zwei Folgen raushaue, kann ich nicht versprechen. Weil wie gesagt, da war eigentlich dieses andere Game vorgesehen, was ich als Wochenend-Let's Play-Release angedacht hatte. Und hoffe, dass ich das auch alsbald starten kann, wenn ich das okay von den Entwicklern bekommen habe, hoffentlich. Bis dahin gibt es auf jeden Fall erstmal dieses Game hier und ich hoffe, dass es euch weiterhin Spaß macht und würde mich über einen Daumen nach oben, ein Abo oder einen Kommentar jederzeit freuen. Bis dahin sieht man sich bald wieder irgendwie und ich muss jetzt, glaube ich, erstmal mit einem Hammer meine Frisur wieder locker machen. Man sieht sich. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.